Cheers und moin Leute zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute meine Wohnung und ich bin hier gerade in Sydney, genauer gesagt in Darling Harbour, und im Eingangsbereich haben wir gleich meine Küche, die ist voll ausgestattet, und ja, dann kommen wir hier weiter zu meinem Wohnbereich. Der Fernseher, ja, der funktioniert nicht wirklich. Und dann hier arbeite ich und schneide ich meine Videos. Und dann hat man hier einen perfekten Ausblick auf den Darling Harbour. Der Darling Harbour ist somit die Hauptattraktion in Sydney nach dem Opera House und der Harbour Bridge natürlich. Und hier befinden sich auch die ganzen Hotels und so. Und ja, dann geht's hier nach oben zu meinem Schlafbereich. Also hier ist mein Schlafzimmer, alles sehr offen, in einer offenen Galerie, und ja, morgens, wenn ich aufwache, habe ich dann auch einen geilen Blick auf den Darling Harbour, und ja, hier kann man dann so runter gucken nach unten auf das Wohnzimmer, und dann gibt es hier noch das Badezimmer mit Trockner und Waschmaschine, und ja, das war schon von meinem Apartment hier in Sydney, und damit wieder zurück zu dem normalen Vlog. Heute ist nämlich mein letzter Tag, heute ist mein Flug wieder nach Deutschland, und ja, dann zum normalen Vlog. Ich habe gerade meine Roomtour aus meinem Apartment gesehen, und jetzt geht's wieder erst zur Bank und dann zum Flughafen, und dann fliege ich zurück nach Deutschland. Und warum die Bali-Vlogs nicht weitergekommen sind oder generell Videos, lag daran, dass ich meine SD-Karte im Flieger von Bali nach Sydney vergessen habe. Und ja, in der letzten Zeit war ich an der Gold Coast, musste in Selbstisolation. Dazu mache ich nochmal, glaube ich, ein extra Video, um das so ein bisschen, ja, zu erklären, wie das alles bei mir abgelaufen ist. Oder das erzähle ich im Laufe des Vlogs, wenn ich Zeit habe. Das weiß ich noch nicht genau. Und ja, dann geht es auch zur Bank. So, ich war gerade bei der Bank und habe meinen Bankaccount geschlossen. Und jetzt geht's mit dem Uber ab zum Flughafen. So, ich bin jetzt auch angekommen, Check-in hat gut geklappt. Beim Security-Check war es noch schön, dass ich einen Sprengstofftest machen durfte. Danke dafür. Und gleich beginnt das Boarden, und dann geht es ab nach Doha und dann weiter nach Frankfurt. Es war sogar so krass, dass mich schon Leute erkannt haben und nach einem Foto gefragt haben. Das war so die erste Situation. Krass. Also, Support ist kein Mord. So Leute, ich bin jetzt auch zu Hause angekommen, bin leider gestern sofort ins Bett gegangen und wirklich schlafen gegangen, deswegen kommt hier jetzt nochmal die Endcut. Ich werde jetzt das Video schneiden und versuchen sofort hochzuladen, und ja, gestern halt von Frankfurt dann noch hochgefahren in den Norden, da wo ich wohne, und in den nächsten Tagen kommen halt die restlichen Bali-Vlogs, und ich fange an mit einem neuen Projekt, man sieht es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, ja. Umbau des Studios vielleicht, aber dafür in den nächsten Videos mehr. Ich habe zwar gesagt, ich mache eine Abmoderation, aber ich habe da nur auf die nächsten Projekte angesprochen. Jetzt nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, gebt ein Abo, unterstützt die kleinen Kanäle, und dann bis zum nächsten Video. Mal gucken, ob schon eins der Secret-Videos wird oder noch ein Bali-Vlog. Ich tendiere so vielleicht ein Video die Woche, zwei Videos die Woche. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen, und dann bis zum nächsten Mal.